Ja, also hallo und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite hier zu diesem Vortrag der Eduleo Akademie zu dem Thema Stressbewältigung im ja, persönlichen und auch ja, beruflichen Alltag. Und wir haben jetzt gut 45 Minuten Zeit, uns mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Doch zuvor möchte ich gern nochmal den Ablauf für diese 45 Minuten vorstellen. Ja, auch wenn es nur wenig Zeit ist, gibt es im ersten Teil ja einen kleinen Theorie-Input von mir, in dem es ein paar Basics zum Thema Stressbewältigung gibt. Und danach folgt dann ein Praxisteil, sodass Sie auch Impulse aus dem heutigen Vortrag auch direkt mitnehmen können. Ja, kurz noch etwas zu meiner Person. Ja, mein Name ist Nadja Polkert. Ich bin ja gelernte, staatlich anerkannte Erzieherin und Multiplikatorin des Infanzkonzepts der Frühpädagogik. Ja, und seit dem Sommersemester 2017 studiere ich Bildungswissenschaft und ja, starte auch demnächst direkt mit dem Schreiben meiner Bachelorarbeit. Und ja, mit meiner wachsenden Expertise und auch ja, mit den 12 Jahren beruflicher Tätigkeit sowohl im Ü3 als auch im U3-Bereich als Erzieherin habe ich mich dann ja zum November 2020 dazu entschieden, meinen festen Arbeitsvertrag aufzugeben und fortan als Bildungsreferentin und Dozentin tätig zu sein. Und so kam es auch im letzten Jahr dazu, dass ich seitdem Fortbildungen für die Eduleo Akademie gebe, unter anderem auch diese Fortbildung, die im Grunde ein kleiner Ausschnitt aus einer 6-stündigen Fortbildung ist. Und zu Eduleo möchte ich noch kurz sagen, ja, Eduleo wurde von Janine Klumper und Hanna Flunkert gegründet, um Familien im Kita- und Grundschulalltag ja Unterstützung zu bieten, zu stärken. Und hier geht es immer um eine spielerische und kreative ja, Umsetzung, um das Finden neuer Lernwege. Und dazu ist die Vorschul- und Lernbetreuung geeignet gewesen. Es gab auch Kinder-Yoga und auch Workshops zum kreativen Lernen dazu. Und ja, es kam dann auch dazu, dass die Vorschularbeit immer weiter ausgebaut wurde und die Nachfrage sich immer mehr erhöhte. Und es kam auch zu viel Austausch mit Kita-Teams, Kita-Leitungen und ja, eine gestiegene Zusammenarbeit mit den Einrichtungen. Und dabei haben sich dann einige Fortbildung herausgebildet für Erzieherinnen, ja, pädagogische Fachkräfte, die es jetzt bei der Eduleo Akademie ja gibt und an denen man gerne teilnehmen kann. Auf dieser Folie sieht man, dass es derzeit 13 Fortbildungen gibt in 5 verschiedenen Themensparten. Und ja, die Fortbildungen sind allesamt praktisch und anschaulich aufbereitet, sodass viele Impulse direkt im Kita-Alltag auch umgesetzt werden können. Ja, alle Fortbildungen finden online statt, sodass ja Teilnehmende auch aus der ganzen Bundesrepublik zusammenkommen und ja durch den deutschlandweiten Austausch gibt es viele spannende und gewinnbringende ja, Gespräche auch mit ganz vielen Erfahrungen über ja unser ganzes Bundesgebiet auch verstreut. Ja, bevor wir nun ins Thema starten, noch ein kurzer Hinweis. Wer weiteres Material noch möchte, kann sich gerne immer unter den jeweiligen QR-Codes, die unten auf den Folien immer drauf sind, Informationen runterladen. Also es empfiehlt sich, das Handy hier während des Vortrags auch per Hand zu haben und einen QR-Code-Reader zu laden. Dann kann man sich immer direkt hier die Informationen auch ja, runterladen oder sich auch beim Ideenlieferanten anmelden. Aber ansonsten gibt es immer auch die Möglichkeit, sich auf der Homepage der Eduleo Akademie auch zu informieren und zu schauen, wie sich die Fortbildungen auch weiterentwickeln. Da kann ich schon sagen, dass immer wieder auch neue Fortbildungen hinzukommen. Ja, starten wir nun in das Thema Stressbewältigung im Alltag, im persönlichen Alltag auch. Ja, was ist Stress überhaupt? Ja, Stress ist beinahe für jeden von uns etwas ganz Verschiedenes. Und ja, was dem einen Menschen erheblichen Stress bereitet, empfindet ein anderer als ja, schieres Vergnügen. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass Stress auch mehr als eine körperliche Reaktion ist.
mit diesem Zitat hier auf der Folie, ja, Stress ist eine erhöhte körperliche und seelische Anspannung oder Belastung, die den ja, Körper kurzzeitig ja, in Spannung versetzt und bestimmte Reaktionen auch hervorruft und ja, demnach auch ja, zu Schädigung der Gesundheit führen kann. Ja, aus medizinischer Sicht ist Stress eher ja, eine körperliche Reaktion, die den Organismus kurzfristig besonders leistungsfähig machen soll, ja, und im Grunde keinerlei krankmachende Effekte hat. Andauernder Stress hingegen kann Körper und Seele ja, ernsthaft dann schaden. Das Immunsystem leidet dann, das Risiko für Erkrankungen ja, des Herz-Kreislauf-Systems steigt und die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen wird dann auch größer. Ja, ob Stress als positiv oder eben negativ empfunden wird, ist dann häufig eine Frage der Bewertung. Aus medizinischer und psychologischer Sicht ist ein ausgewogener Wechsel von Stress oder Anspannung und Entspannung gesundheits- und leistungsfördernd. Ja, neudeutsch hieße das, dass jeder Mensch gut daran tun würde, eine passende Work-Life-Balance zu finden. Und ja, damit ist gemeint, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Und dieses Gleichgewicht sorgt dann dafür, ob Stress als positiv und eben dann als nicht belastend empfunden wird. Ja, was ist nun der Unterschied zwischen positivem und negativem Stress? Es gibt eine Unterscheidung, die vom Wissenschaftler Hans Selye geprägt ist, zwischen Eustress und Distress. Und auf jeden Fall kann man schon mal vorweg sagen, es hängt immer davon ab, wie wir selbst die, ja, die Stressreaktion oder den Stress bewerten. Wie bewerten wir dies auf emotionaler oder eben gedanklicher Ebene? Und ja, daraus lassen sich dann bestimmte Faktoren dann auch ableiten, die man dann bemerken kann. Und Eustress ist hier der positive Stress, erkennt man auch an der griechischen Vorsilbe eu für gut. Und dieser würde jetzt die Aufmerksamkeit erhöhen, spornt an und würde auch Höchstleistungen ermöglichen. Im Gegenteil, der Distress als negativer Stress mit der lateinischen Vorsilbe für dis, für schlecht, kann man erkennen, dass daraus eher eine Überforderung mit ja, fehlenden Erholungsphasen resultiert. Und ja, dieser kann dann, wenn er längerfristig anhält, auch zu schweren körperlichen und psychischen Belastungen führen. Ja, bei Eustress und Distress liegt der Unterschied zunächst einmal darin, ja, wie wir wirklich jeweils den Stress wahrnehmen. Und ja, nicht jede Art, wie gesagt, von Stress macht letztendlich auch krank. Und können wir die Belastung zum Beispiel gut meistern und nehmen wir den Stress als positiv wahr, ja, dann ist das eher Eustress. Und hierzu gehört zum Beispiel die aufgeregte Anspannung eines Sportlers vor einem wichtigen Wettkampf oder ja, die Glücksgefühle vor einer Heirat oder der Geburt eines Kindes oder in meinem Fall heute meine Aufregung vor diesem Vortrag heute mit Aufzeichnung, den zähle ich jetzt zum Eustress einfach mal dazu, weil er mich dann auch ja, zu Höchstleistungen anspornt und ich darin auch positive Dinge sehen kann, weil es mich einfach in meiner Persönlichkeit auch weiterbringt. Ja, fühlen Sie sich aber in der Situation eher überfordert und verspüren Sie den negativen Stress, ja, diesen Distress, ja, dann kann es sein, dass es sozusagen auch krank machen kann, wenn es länger anhält. Und hierzu zählen einfach alle Situationen, wo man sich blockiert fühlt, gereizt oder auch ängstlich. Ja, hier auf dieser Folie kann man so einige Symptome sehen, die bei Stress auftreten können. Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns in irgendeiner Weise schon einmal solche Symptome im Leben hatte. Ich denke da nur daran zurück, auch an
Prüfungssituation zum Beispiel, wenn man da vorher aufgeregt war, oder schon die kurzen Momente, wenn wir an der Bushaltestelle stehen, einen Termin haben und auf einmal kommt der Bus nicht. Also es gibt Momente, wo dann ganz schnell der Puls sich erhöht, der Herzschlag auch steigt. Ja, und vielseitige Symptome können, wie gesagt, dort auftreten. Und jetzt würde ich Ihnen gern 2 Minuten Zeit für sich selbst geben, für eine Selbstreflexionsübung, in der Sie einmal für sich selbst überlegen können, was ist Ihr Stress im Alltag, und ordnen Sie doch mal für sich zu, ob das eher positiv ist oder negativ ist. Also 2 Minuten kurz Zeit für die Selbstreflexion und dann geht's weiter. Ja, und wer möchte und Lust dazu hat, kann natürlich gerne auch seine Ergebnisse im Chat teilen, sodass die anderen auch ein bisschen mitlesen können. Und ja, vielleicht können wir auch im Anschluss nochmal von dem Vortrag darauf eingehen, wie sich so jeder selbst erlebt, wo es in Richtung, ja, positiv oder eben auch negativ geht. Ja, 2 Minuten fühlen sich ganz lang an, aber ich denke mal, das waren jetzt ungefähr 2 Minuten. Ihr könnt auch gerne im Anschluss nochmal weiter darüber nachdenken, weil es zeigt sich doch, dass es immer wieder auch nützlich sein kann, sich ja Gedanken darüber zu machen, was ist überhaupt mein Stress im Alltag und welcher ist positiv und welcher ist negativ. Und das hilft uns natürlich, wenn wir dieses Wissen haben, im Alltag darauf auch zu reagieren und gegenzusteuern, gerade gegen diesen negativen Stress. Ja, nun geht's weiter mit Gerd Kaluzas Stressampel. Und ja, die Stressampel nach Kaluza ist ein bewährtes Modell, auch um die Ebenen des Stressgeschehens sichtbar zu machen. Und ja, bei einem aktuellen Stressgeschehen können auch 3 Aspekte oder Ebenen unterschieden werden. Und das sind die 3, die jetzt hier auf dieser Folie stehen. Und diese werden wir jetzt kurz durchgehen und uns mal anschauen, was das jetzt alles sein kann. Also auch wenn jeder Mensch ein anderes Stressempfinden hat, lassen sich ja Stressfaktoren, Stressoren ausmachen, die einen Großteil der Menschen als belastend empfinden und typischerweise auch zu negativem Stress dann auch führen. Und das sind ja die Konflikte eben am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft oder der Familie oder wo auch immer. Einfach Konflikte. Konflikte können schon sehr große Stressoren sein. Und was noch dazu kommt, ist auch zum Beispiel die Doppelbelastung durch Familie und Beruf und dadurch auch eine Überlastung. Termindruck, wenig Freizeit und viel Ausgleich auch zur Arbeit. Ja, und eben die hohen Ansprüche, vor allem Leistungsansprüche an sich selbst. Ja, Sorgen und Ängste, die können uns wirklich überfallen als großer Stressor.
Dann die kritischen Lebensereignisse, von denen wir wahrscheinlich alle nicht verschont sind und viele schon auch ganz schwierige Lebensereignisse schon durchmachen mussten. Ja, dazu kommen aber auch Entwicklungsaufgaben und dazu zählt auch zum Beispiel, dass wir ja alle auch älter werden. Dann geht es auch darum, wie gehen wir jetzt damit um, mit dem Älterwerden, dass sich unser Aussehen zum Beispiel verändert. Das gehört zum Beispiel zu Entwicklungsaufgaben dazu. Ja, oder eben die einfachen täglichen Widrigkeiten, die so aufstehen, also passieren, wenn wir ja schon beim Aufstehen zum Beispiel irgendwo reintreten und uns dann denken, ach Mensch, der Tag geht ja gut los. Ja, und so kann man sagen, dass Stressoren in allen Lebensbereichen auch auftreten können und demnach auch nicht vermieden werden können. Also wir können jetzt nicht sagen, wir vermeiden jetzt alle Stressoren, die sind einfach da. Und ja, es zählen auch typische Belastungen am Arbeitsplatz dazu, auch hier Zeit- und Termindruck, zu hohe Anforderungen an die Beschäftigten, unvorhersehbare ja, und häufige Unterbrechen auch im Arbeitsablauf. Und in unserem Beruf haben wir das ja öfter. Auch unklare Aufgabendefinitionen, wenn man nicht richtig weiß, ist das jetzt meine Aufgabe oder ist das jetzt die Aufgabe des Kollegen, der Kollegin? Geringe soziale Unterstützung kommt noch hinzu oder eben auch einfach der Lärmpegel, der in vielen Einrichtungen einfach zu hoch ist und auf Dauer kann das natürlich Stress machen. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich nach dem Urlaub zurück in die Praxis gegangen bin, nach 2 Wochen Ruhe, ist mir erstmal aufgefallen, wie laut es doch manchmal sein kann. Und das sind oftmals auch nicht die Kinder. Wenn man durch die Gegend geht und schaut, spielen die Kinder oftmals super, sind beschäftigt. Es ist manchmal einfach auch die Räumlichkeit, wo es schallt. Und das kann uns natürlich auch dann wieder stressen. Ja, und natürlich gibt es auch andere Herausforderungen im Arbeitsalltag, wie jetzt auch ja, herausfordernde Elterngespräche zum Beispiel. Die können uns natürlich auch stressen und als Stressor dann wirken. Ja, das war die erste Ebene der Stressoren und jetzt kommen wir zur zweiten Ebene. Das sind dann noch die persönlichen Stressverstärker. Also Stress ist höchst individuell. Jeder erlebt, wie gesagt, kann man gar nicht oft genug sagen, Stress auf eine andere Art und Weise. Und ja, was wirklich für den einen ein stressiger Arbeitsalltag ist, da geht der Nächste durch und denkt sich, so ganz gemütlich hier heute. Und persönliche Stressverstärker können jetzt persönliche Motive sein, Einstellungen und Werte, ja, die eine Stressreaktion dann auch auslösen, verstärken, ja, oder eben auch schwächen können. Hier sind alle Punkte nochmal aufzuführen, wie Perfektionismus, Ungeduld, mit der Realität immer wieder hadern, ja, nach Anerkennung streben, also überhöht streben vor allen Dingen, ja, der Wunsch auch nach persönlicher Unabhängigkeit, das Gefühl, dauerhaft stark sein zu müssen, keine Schwächen zeigen zu dürfen oder eben auch der Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle auch. Ja, auf der dritten Ebene ordnet Karl Lutzer die Stressreaktion dann an und diese bezeichnet dann die körperlichen und psychischen Antworten des Organismus auf die Belastung oder eben die herausfordernde Situation. Und diese Antworten können auch wieder auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Auf der körperlichen Ebene kommt es zu einer Vielzahl von Veränderungen dann auch, die den Körper aktivieren, handlungsbereit machen sollen. Und aus diesem Grund wird ja dann auch Energie hergestellt und auch bereitgestellt und als Reaktion auf Stress beschleunigt sich dann der Herzschlag, die Muskeln spannen sich an, werden durchblutet, die Atmung wird angeregt, sie wird schneller, das merken wir in den Situationen und das mag auch alles für einen kurzen und genau für diesen Zeitraum auch gerechtfertigt sein, hält aber dann die Stressreaktion längere Zeit an, dann kann sich das langfristig sehr nachteilig auf die Gesundheit auch auswirken. Und dann zu vielseits bekannten Erschöpfungszuständen führen.
Ja, und dazu kommen dann auch bestimmte Verhaltensweisen, die unter Stress besonders auffällig sind, wie auch hier auf dieser Folie aufgeführt. Man verhält sich auf einmal viel hastiger, ist ungeduldiger. Viele neigen dann zu Betäubungsverhalten, also trinken zum Beispiel mehr, rauchen vermehrt, ne, eine nach der anderen. Oder es kommt zum erhöhten Medikamentenkonsum, ne? Die Kopfschmerzen steigen zum Beispiel, denn okay, noch eine Tablette, noch eine Tablette. Es wird auch unkoordiniertes Verhalten dann gezeigt, ne? Es wird sich verzettelt, alles wird verlegt, es wird auf einmal nichts mehr gefunden, alles gehört dazu. Und die Menschen werden auch unter Stress konfliktreicher. Ja, ich habe das im ersten Vortrag hier gehört, ne? Konflikte. Man neigt dazu, schneller an die Decke zu fahren, andere Menschen anzugreifen, sich auch angegriffen zu fühlen. Das können alles Faktoren sein, die einfach zu einer Stressreaktion gehören. Ja, und wenn wir das jetzt alles so hören, was können wir nun tun, um diesen Stress letztendlich auch zu bewältigen? Und hier kann das Vorgehen in folgenden drei Schritten auch empfohlen werden. Und hier auf dieser Folie sind schon mal die ersten beiden, die dritte folgt dann noch. Und ja, im ersten Fall geht es darum, auch die Ursachen herauszufinden. Wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, ne, Eustress, Distress, ganz viele Stressoren, die wir haben, dann können wir auch mit diesem Wissen schauen, was ist jetzt eigentlich die Ursache für mein Stressempfinden? Und wenn wir uns diese Ursache dann auch bewusst machen, ist das nämlich der erste Schritt und auch der wichtigste Schritt, um dem Stress überhaupt entgegenwirken zu können oder eben mit dem Stress umgehen zu lernen. Und im nächsten Schritt stärkt ein Ausgleich zum Alltag die eigene Stresstoleranz und verhindert dann auch die Entstehung von Distress. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, um den Körper und den Geist zu entspannen. Und ja, auf dieser Folie sind ein paar Möglichkeiten aufgeführt, um die Stresstoleranz zu erhöhen. Und wie gesagt, genauso wie der Stress an sich vielfältig ist, so sind auch die Möglichkeiten verschieden, um Stress, die Stresstoleranz zu erhöhen. Und für den einen kann es eben die progressive Muskelentspannung sein, für den anderen autogenes Training, Yoga, Pilates, Sport im ganz Allgemeinen kann dazu dienen, die Stresstoleranz zu erhöhen oder auch ganz viele Hobbys, ne, die uns helfen, im Alltag dann abzuschalten und den Stress mal Stresslein sein zu lassen. Und diese Folie zeigt jetzt den dritten Schritt und da geht es darum, eine Maßnahme zu beginnen. Also im Sinne eines Projekts vielleicht, etwas aktiv anzugehen und ja, die aktive Beschäftigung jetzt mit etwas sonst Alltagsfremden hilft dann, den Kopf frei zu bekommen, ja, und seine Gedanken eben auf etwas anderes zu lenken. Und ja, dabei hilft es eben oftmals auch zu sagen, so, ich starte jetzt dieses Projekt, ich nehme mir das vor und mache das jetzt. Und wenn es im Garten das Erbauen eines Insektenhotels ist oder Hochbeet oder eben ich renoviere jetzt hier mein Wohnzimmer. Egal was, ob es ein Häkelprojekt ist, Strickprojekt, was jedem lieb ist oder eben das Erstellen eines Fotobuchs ist in dem Moment eigentlich, in Anführungsstrichen, egal. Jeder muss für sich eine Möglichkeit finden, um ja den Stress entgegenzuwirken und auch mit dem Stress umzugehen und eben diesen Ausgleich zu schaffen. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Methoden zur Stressbewältigung und ich stelle da jetzt eine kleine Auswahl von Möglichkeiten auch vor, wie man mit Stress gut umgehen kann. Ja, aus Zeitgründen behandeln wir jetzt nur einen kleineren Rahmen als in unserer großen 6-stündigen Fortbildung und wer gerne hier detailliert mal einsteigen möchte, kann sich gerne dann auch noch in unserer Fortbildung hierzu näher informieren. Da kommt dann auch noch ein QR-Code dazu. Und im Wesentlichen kann man jetzt sagen, die Ziele bei allen Methoden zur Stressbewältigung sind immer, dass
ja, die eigene körperliche und psychische Anspannung wahrgenommen wird und eine Achtsamkeit dafür auch entwickelt wird. Und hier geht es auch darum, einen Wechsel zu erfahren zwischen Anspannung und Entspannung, dass es ein Umschalten gibt. Und hier geht es auch darum, den Zustand der Entspannung überhaupt genießen zu können und ja, die Anspannung und Entspannung dann auch im Alltag bewusst regulieren zu können. Und hierzu gibt es, wie auch angekündigt wurde von Herrn Steger, diese fünf Methoden, ja, wie man Stressbewältigung ja, angehen kann. Wobei heute tatsächlich diese drei im Vordergrund stehen, die so grün hervorgehoben werden. Alle anderen werden, wie gesagt, in der großen Fortbildung noch ganz ausführlich vorgestellt und auch ausprobiert. Und hier auf dieser Folie ist, wie gesagt, der QR-Code, wo man direkt dann auf die Homepage geleitet wird und sich noch näher darüber informieren kann. Also heute hier geht es ums Mentaltraining, Genusstraining und Entspannungstraining, allerdings, wie gesagt, in, ja, in aller Kürze dargestellt. Ja, beim Mentaltraining, da geht es darum, ja, positive Gedanken zu schaffen. Und das Ziel besteht eben darin, ja, stressverschärfende Denkgewohnheiten und Einstellungen zu erkennen und allmählich auch zu verändern. Also Stress entsteht häufig im Kopf. Wir machen uns sehr viele Gedanken, den ganzen lieben Tag lang. Und hier ist es wichtig, dass nicht was Menschen denken ist entscheidend, sondern wie sie mit den Gedanken dann auch umgehen. Und deswegen unterdrücken Sie die Gedanken nicht, kämpfen Sie nicht gegen diese an, nehmen Sie eher die Gedanken einfach wahr und ja, lassen Sie diese auch vorüberziehen wie Wolken am Himmel. Also Gedanken kommen und Gedanken gehen. Und Sie müssen einfach nicht alles glauben, was Ihnen der Kopf jetzt gerade erzählen möchte, weil Gedanken sind Gedanken und eben keine Tatsachen. Also gehen Sie innerlich auf Distanz zu den Gedanken. Zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich bin eine Versagerin oder ein Versager, sagen Sie sich in dem Moment, okay, ich habe jetzt den Gedanken, ich bin ein Versager oder eine Versagerin. Aber machen Sie sich bewusst, ich bin nicht meine Gedanken. Also ich habe den Gedanken, aber ich bin es nicht. Und es gibt, wie man das jetzt schon hier an der kurzen Ausführung merken kann, ja verschiedene Denkstile. Und ja, schauen wir uns die zunächst an. Also es gibt diesen stressverstärkenden Denkstil. Das ist dieses, das gibt's doch nicht Denken, wo der Blick aufs Negative gelenkt wird. Hier kommt eine selektive Wahrnehmung vor. Man nimmt nur Ausschnitte aus dem Ganzen wahr und verallgemeinert diese dann auch. Ja, also negative Ereignisse und Erfahrungen werden dann verallgemeinert. Wenn eine Sache negativ ist, dann ist alles negativ. Und ja, genauso zählt auch dieses negative Konsequenzen-Denken da dazu. Alles wird katastrophisiert. Es läuft etwas schlecht, es ist die Katastrophe des ganzen Lebens. Ne? Und hier zählt auch das Defizitdenken hinzu, dass nur noch selektiv ja, Fehler wahrgenommen werden, Schwächen, Misserfolge. Man sieht gar nichts anderes mehr, nur noch die Misserfolge. Also zum Beispiel nach einer Fortbildung, also wurde ich jetzt ein Feedback erhalten und 24 von 25 Personen fanden das richtig super. Eine Person sagt, das war gar nichts. Wenn ich jetzt sagen, mich nur auf diese eine negative Meinung beziehen würde, dann wäre ich im stressverstärkenden Denkstil und dann würde es mir nach ganz vielen Malen dann gar nicht mehr so gut gehen. Dazu zählt auch das Personalisieren, dass alles auf sich selbst bezogen wird. Ja, es gibt aber zum Glück auch andere, ja, positive Sichtweisen. Und das ist der förderliche Denkstil. Und hier auf dieser Folie kann man schon sehen, das ist der Gegensatz zu dem stressverschärfenden Denkstil. Diese einzelnen Punkte werden wir nun im weiteren Verlauf kurz durchgehen. Also, hierzu zählt also das Annehmen der Realität zum Beispiel oder der Blick auf das Positive, positives Konsequenzendenken,
Stärkendenken und das Teflon-Denken. Und ja, wenn wir jetzt den Blick auf das Positive lenken, orientieren wir uns hier immer auf das Erfreuliche, das Gelungene, das Wesentliche. Wir entdecken Chancen und auch den Sinn hinter der Situation. Also was ist das Gute an der Situation? Wozu ist das auch gut? Wozu kann das jetzt nützlich sein? Läuft vielleicht nicht alles gut, aber zu irgendwas wird es schon nützlich sein. Ja, wie wichtig ist das gerade eigentlich wirklich also für mich? Lohnt es sich, da noch mehr Gedanken darüber zu machen? Wo liegen hier die Chancen? Ja, was kann oder werde ich daraus lernen? Welchen Sinn hat das Ganze jetzt überhaupt für mich? Und hier kann auch die Frage gestellt werden, welche Aufgabe, also auch Entwicklungsaufgabe, stellt sich hieraus für mich? Ja, was habe ich auch Schönes erlebt? Wofür bin ich gerade dankbar in der Situation? Aus vielen schlimmen Situationen, die es so gibt im Leben, gibt es ganz oft auch ganz viele Möglichkeiten, die daraus entstehen. Und später wird dann darüber gedacht, ah ja, wäre das damals nicht gewesen, dann wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt bin. Und das geht dann auch in die Richtung Stärkendenken. Hier wird sich ja auf die eigenen Stärken dann konzentriert, die Erfolge und Ressourcen, die es gibt. Und hier können sich die Fragen gestellt werden, welche schwierigen Situationen habe ich bereits gemeistert? Wie habe ich das denn tatsächlich geschafft? Welche Tugenden habe ich dabei unter Beweis stellen können? Und wo liegen überhaupt meine Stärken? Und wer oder was gibt mir Kraft und Sicherheit? Auf wen kann ich mich verlassen? Und wie würden jetzt andere meine Stärken auch beschreiben? Und jetzt kann man sich auch fragen, was würde mir ein guter Freund oder ein Kollege, eine Kollegin, Vater, Mutter, irgendjemand, der eben hinter mir steht, jetzt zur Unterstützung sagen? Das sind so die Überlegungen, die in Stresssituationen angestellt werden können. Ja, dann gibt es das positive Konsequenzendenken. Hier orientiert sich die Person dann auf mögliche Erfolge und positive Folgen auch. Ja, was wird dabei herauskommen, wenn alles jetzt gut läuft? Wie wird es sein, wenn ich die Anforderungen erfolgreich bewältigt habe? Wie werde ich mich denn dann fühlen? Und wie werden andere, die mir wichtig sind, auf meinen Erfolg auch reagieren? Dann gibt es noch das Teflon-Denken. Teflon, ihr könnt ruhig alle an die Teflon-Pfanne denken. Das ist ein Begriff von Kaluza und der bedeutet eben, dass alles an sich oder dass man alles an sich abgleiten lässt, in der Lage ist, auch alles zu beeinflussen, was als stressig empfunden wird, weil eben der Stress im Kopf beginnt. Und die stressige Situation gleitet dann einfach an einen ab, wie eben die Teflonpfanne auch alles abgleiten lässt. Ja, und hier geht es so ums Relativieren und Distanzieren. Hier kann man sich wirklich Fragen stellen, wie werde ich morgen in einem Jahr oder in 10 Jahren jetzt über diese Situation denken? Und wie sehe ich die Sache auch von einer höheren Warte aus? Wie wichtig ist das Ganze jetzt? Ja, also auch von außen betrachtet, was denkt jemand, den die Situation weniger belastet als mich, würde der jetzt in dem Moment genauso denken wie ich? Inwieweit betrifft mich das hier jetzt wirklich persönlich? Und wie sehen andere, also neutrale, unabhängige, erfahrene Personen, die Sache überhaupt? Gleichzeitig beinhaltet das Teflon-Denken auch eine Realitätstestung und ein Konkretisieren, wo wir uns die Frage stellen können, ist es wirklich jetzt gerade so? Gibt es überhaupt Beweise, Tatsachen, die für meine Sichtweise jetzt sprechen? Also was genau ist passiert? Was ist im Einzelnen geschehen oder wurde gesagt? Und welche anderen Möglichkeiten gibt es überhaupt, die Situation jetzt zu erklären? Und auch hier wieder, wie sehen andere beteiligten Personen die Sache? Wie fühlen die sich? Und ganz toll finde ich immer die Vorstellung, wenn jemand über diese stressige Situation jetzt einen Dokumentarfilm drehen würde. Wie würde dieser aussehen? Ja, also wie würde das Geschehen in einem Dokumentarfilm aussehen? Also ganz nüchtern betrachtet von außen. Und was auch hilft, ist so die Frage, ist das eigentlich immer so oder gibt es doch Ausnahmen? Also
Gibt es auch Situationen, wo es jetzt überhaupt nicht stressig für mich war? Und mit diesen Ausnahmen kann ich mir immer wieder auch überlegen, diese auch dann anzugehen, also diese zu nutzen und mich darauf zu beziehen, ja, den Stress auch nach unten zu fahren. Also alle diese Denkstile helfen uns, den Stress, wenn er da ist, zu bewältigen und auch ja, eine Art Prophylaxe auch zu betreiben, weil diese Denkstile ja sollten auch geübt werden, weil wir wissen, und das haben wir auch im vorigen Vortrag gehört, in der Konfliktsituation, in der Stressreaktion zum Beispiel, sind wir nicht fähig, rational zu denken. Wir brauchen diesen Moment, wo wir einfach dann auch mal sagen, stopp, brauche erstmal die Pause, ne, von Atmen, hat meine Vorrednerin gesprochen, runterkommen. Und da helfen diese Denkstile auch, um längerfristig auch sich mental darauf vorzubereiten, in bestimmten Situationen nicht hochzugehen und an die Decke gleich zu gehen. Ja, also wie können wir aber jetzt diese förderlichen Denkweisen auch entwickeln? Also hier kann man darauf sich erstmal beziehen, wenn wir den Blick immer aufs Negative lenken, dann haben wir nur eine selektive Wahrnehmung. Wir verallgemeinern alles und nehmen die negativen Aspekte eher wahr. Das heißt, um förderliche Denkweisen zu entwickeln, brauchen wir den Blick auf das Positive. Und das heißt, es wird sich jetzt vermehrt darauf orientiert, was war schön, was war gut, was war gelungen, was war erfreulich. Wir konzentrieren uns konkret auf diese Situation. Und das heißt auch in der Konsequenz, dass wir auch die Realität so annehmen sollen, ja, müssen, regelrecht, und auch von allen Sachen, die auch daraus resultieren, die Konsequenzen, und dass wir uns auch selbst, ja, akzeptieren, Empathie zeigen und wie gesagt, im Mentaltraining, ja, die Fähigkeit zu entwickeln, dann auch förderlich zu denken im Alltag, in stressigen Situationen. Ja, so viel zum Mentaltraining und nach dem Mentaltraining kommen wir nun zum, ja, Genusstraining. Und ja, Genuss hält uns gesund, genießen zu können und sich ja Zeit für den Genuss zu nehmen, erhöht die, ja, Lebensqualität, macht glücklich. Ja, und leider geht manchen Menschen im stressigen Alltag dann auch, ja, die natürliche Fähigkeit zu genießen verloren. Aber da kann ich sagen, das Leben bietet ganz viele Genussmomente im Alltag und ja, und wenn es für den einen der erste Schluck Kaffee in der Früh ist oder die heiße Dusche nach dem Sport, der Spaziergang im Wald, ja, Geräuschen zu lauschen, es gibt ganz viele Sachen im Alltag, wo wir bewusst genießen können. Oftmals sind wir aber viel zu sehr im Alltag damit beschäftigt, ja, um all diese Sinneseindrücke auch bewusst wahrzunehmen. Ja, und das Genusstraining bietet jetzt den Menschen viele Anregungen, wie der Alltag ja durch Genussmomente auch bereichert werden kann. Ja, Genuss hält unseren Körper, schützt den Körper und die Psyche vor negativen Auswirkungen von Stress. Und hier geht es eben auch um die bewusste Lenkung auch der Achtsamkeit auf eben das Positive und ja, das Wahrnehmen auch von Bedürfnissen und Gefühlen. Sich Fragen zu stellen, was brauche ich jetzt in dem Moment, was würde mir gut tun, was würde mir Genuss bereiten, ja, was macht mich zufrieden? Und ja, erlauben Sie sich ruhig, also den Antworten entsprechend auch zu handeln. Und der Psychotherapeut Rainer Lutz, der hat die kleine Schule des Genießens bekannt gemacht und hat 7 Regeln aufgestellt, die den Genuss auch möglich machen. Diese sehen Sie hier auf dieser Folie. Also wir brauchen Zeit dafür. Das geht nicht einfach so nebenbei. Oftmals sind es aber auch nur 5 Minuten, die manchmal schon reichen, um zu genießen. Der Genuss muss auch erlaubt sein. Viele Menschen haben es verlernt, überhaupt zu genießen. Sind vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo Leistungsdruck herrscht, ja, der Genuss auch ein Tabu ist. Dann muss es auch erst wieder gelernt werden, zu genießen. Und Genuss geht auch nicht einfach so nebenbei. Also wir müssen uns schon bewusst darauf konzentrieren, zu genießen und das dann auch in diesem Moment auch aktiv zu machen. Wir brauchen Wissen,
Was uns eben gut tut, hatte ich gerade eben ja auch schon ja gesagt. Nur wenn ich weiß, ja, was mir jetzt ja wirklich Freude, Spaß bereiten würde, dann kann ich das auch nutzen und genießen. Manchmal ist weniger mehr. Das heißt, es sind nicht immer Sachen, zum Beispiel jeden Tag die Sahnetorte jetzt zu essen, sondern vielleicht einmal in der Woche, wenn sie dann da ist, die Sahnetorte, dass sie dann richtig ja, genossen wird. Ja, ohne Erfahrung kein Genuss. Wir können auch Spezialisten in einem Feld werden, wenn wir uns zum Beispiel verschiedene Teesorten aufbrühen würden und immer wieder schmecken würden, wie jetzt unterschiedliche Sorten schmecken, unterschiedlich gebrüht. Also, dass man auch eine Art Spezialist, eine Spezialistin wird in einem Feld. Und wenn es darum geht, die unterschiedlichen Texturen von Joghurt zu erschmecken zum Beispiel. Aber Genuss ist eben auch alltäglich. Wir müssen nicht darauf warten, bis die Jahresbilanz abgeschlossen ist, bis der nächste Urlaub ansteht. Immer erst etwas abarbeiten und dann, nein, wir können einfach alltäglich genießen. Ja, und wenn wir uns 5 Minuten hinsetzen, den Geräuschen zuhören, die um uns sind, einfach genießen, bewusst wahrnehmen. Ja, und als letztes an dieser Stelle kommen wir noch zum Entspannungstraining. Und ja, hier wird in der großen Fortbildung ganz speziell auf die progressive Muskelrelaxation eingegangen. Hier werden auch Übungen dazu durchgeführt. Und hierbei geht es darum, dass sich ein ruhiger Ort ausgesucht wird. Es wird sich bequem hingesetzt oder eben gelegt, wie man es möchte. Die Augen können auch geschlossen werden. Je nach eigenem Belieben und dann spannen Sie gezielt die Muskeln des Körpers nach einer bestimmten Reihenfolge auch an und lockern sie dann auch wieder. Und da wird zum Beispiel erst angefangen mit den Händen, Unterarme, Oberarme, den Nacken, ja, und den Rücken und so weiter, ja, bis Sie schließlich bei den Füßen angelangt sind. Und ja, bei der progressiven Muskelentspannung richten Sie eben die Aufmerksamkeit auf das, was Sie empfinden. Also Sie merken ganz deutlich, wie es sich anfühlt, wenn die Muskeln sich erst entspannen und dann locker werden. Und durch das vorige Anspannen können Sie den Entspannungseffekt dann auch deutlich spüren. Oft wird es ja auch als ein Kribbeln oder Prickeln oder ja, die Arme sind vielleicht schwerer, dass es auch so wahrgenommen wird. Das liegt ja auch daran, dass in dem Moment die Muskeln auch besser durchblutet werden. Ja, und nach einiger Übung werden Sie im Alltag auch problemlos erkennen, wo Sie gerade auch unnötig Muskeln anspannen und sie gezielt auch lockern können, auch ohne vorige Anspannung, lediglich indem Sie daran denken und sich daran erinnern, wie sich jetzt die Entspannung anfühlt. Ja, also die progressive Muskelentspannung hilft nicht nur muskuläre Entspannung zu lösen, ja, sie lernen auch ihren Körper besser wahrzunehmen und zugleich wirkt die Methode beruhigend auf Herz und Kreislauf. Der Blutdruck sinkt, sie werden ausgeglichener, weniger nervös, in Stresssituationen sind sie weniger ängstlich oder aggressiv, ja auch Schlafstörungen lassen nach. Ja, selbst chronische Schmerzen können sie mit der progressiven Muskelentspannung ja lindern und auch ganz beseitigen. Und hier nochmal ein QR-Code zu einem Video, wo Sie vielleicht Lust haben, im Anschluss ja, der heutigen Veranstaltung einmal eine progressive Muskelentspannungsrunde zu machen. Hier in diesem Beispiel geht es im Sitzen und unter Anleitung kann, ich glaube, über 20 Minuten dann intensiv Entspannungstraining betrieben werden. Und vielleicht finden Sie ja auch so viel Freude daran, dass Sie das, wenn Sie es nicht schon machen, vielleicht auch regelmäßig in Ihren Tagesablauf auch einbauen. Ja, und ansonsten möchte ich zum Ende des Vortrags nochmal darauf hinweisen, wenn Sie jetzt Interesse daran haben, mehr über die Eduleo Akademie zu erfahren, vielleicht auch an einer großen Fortbildung teilnehmen möchten, schauen Sie doch mal in den sozialen Medien auch vorbei. Dort gibt es über dieses Thema hinaus auch ganz viel Input zu anderen Bereichen.
Ganz rechts auf dem Bildschirm ist der Link oder der QR-Code nochmal zum Eduleo Ideenlieferanten. Das ist ein Newsletter, den Sie bestellen können. Dann gibt es auch regelmäßig per E-Mail Informationen von der Eduleo Akademie. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten noch mehr Material zum Thema Stressbewältigung haben, dann können Sie auch diesen QR-Code nutzen und sich kostenfrei unser Materialpaket auch runterladen. Ja, und ich hoffe, dass Sie an dieser Stelle auch etwas für sich heute persönlich schon mitnehmen konnten. Und ansonsten würde ich mich gerne und sehr darüber freuen, wenn wir uns vielleicht auf anderer Stelle nochmal wiedersehen würden. Und ja, damit würde ich zurückgeben an Herrn Steger und mich, wie auf der Folie beschrieben steht, für Ihre Aufmerksamkeit auch bedanken. Und ich habe schon im Chat gelesen, dass viele Rückmeldungen kommen, die mich natürlich an dieser Stelle sehr erfreuen. Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Peukert, für den sehr schönen Vortrag. Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Stressfaktoren auflisten, die so im Chat kamen. Vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen. Also ganz oft wurde jetzt der Corona-Stress genannt, der natürlich sehr aktuell war. Stress mit Eltern wird wohl immer mehr. Dann ja, der klassische Stress mit Kollegen untereinander. Mal kommt die eine zu spät oder die macht nicht das, was man soll. Das ist, wie es halt in jedem Berufsumfeld ist. Oder was wohl auch immer mehr wird, ist der Verwaltungsstress, dass man halt eigentlich, man muss Dokumentation schreiben, man muss sich um Verwaltungsthemen kümmern und hat eigentlich gar nicht mehr die Zeit für die Kinder, was ja die eigentliche Aufgabe sein sollte. Das war jetzt so, ich glaube, grob die Hauptstresspunkte, die genannt wurden. Ja, also daran kann man ja schon wieder feststellen, dass wir können eben den Stress nicht ändern. Der Stress wird zu jeder Zeit in unserem Leben einfach da sein. Wenn es jetzt nicht die Corona-Pandemie war, die natürlich erheblichen Stress verursacht hat, weil womöglich kaum einer an sowas geglaubt hat, dass sowas passieren wird. Aber Stress ist trotzdem da. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die durch die Corona-Pandemie gegangen sind und sich davon überhaupt nicht stressen lassen haben. Aber doch die meisten, geht es wahrscheinlich so wie mir, wo da doch arg Stress hochkommt und wo man dann gucken muss, wie man da durchkommt, weil das ist ja auch ein Thema, das können wir gar nicht beeinflussen. Und das sind, glaube ich, auch die meisten Sachen, die uns den meisten Stress verursachen, Dinge, die wir nicht ändern können. Ne, und da können schon die Punkte aus dem Vortrag helfen, wenn es auch das Atmen ist oder eben ja dieses Relativieren. Ne? Wie sieht es aus in ein paar Jahren, würde ich da immer noch denken. Also, dass man sich gedanklich in dem Moment auch runterfahren kann, zur Ruhe kommt erstmal. Ne? Weil wenn unser Gehirn dann auch wieder rational denken kann, dass man dann in Ruhe darüber nachdenkt, so was kann ich jetzt überhaupt tun. Ja, und ganz oft auch jetzt in der Situation des Weltgeschehens ist es eben auch, sich für eine Zeit auch mal zurückzuziehen aus dem Nachrichtenraum und zu sagen, gut, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich mache mal ein paar Tage Pause jetzt mit den Nachrichten, damit ich selbst wieder zur Ruhe komme und dann wieder weitermachen kann und gucken kann, was ich vielleicht auch machen kann. Dann hatten wir eine Frage von Manuela Tamm. Wenn man so gestresst ist und nicht die Kraft hat, einen Ausgleich zu schaffen wie Yoga oder anderes, hast du da vielleicht noch einen Tipp? Ja, also ich sage auch immer ganz persönlich, ich habe dafür keine Zeit und dafür keine Zeit und das schaffe ich nicht. Und tatsächlich, wenn ich ganz genau mal gucke, es sind zum Beispiel diese Mikropausen am Tage, die man ganz bewusst nutzen kann. Also wenn ich jetzt den Kaffee trinke zum Beispiel, wenn jeder jetzt Kaffee trinkt, dann Kaffee, also ist natürlich auch, dass ich den in dem Moment wirklich bewusst trinke. Also in dem Moment, ich trinke jetzt und schlucke und bemerke, wie es den Rachen runterläuft, wie es mir gut tut. Es kann auch sein, manchen hilft auch Duft, ne, ein Lieblingsduft. In meinem Fall ist das immer eine bestimmte Sonnencremesorte, da brauche ich nur dann riechen. Da merke ich dann, ne, da fahre ich runter. Oder
wirklich zu gucken, habe ich nicht doch vielleicht 5 Minuten? Es können 5 Minuten sein, indem ich mich vielleicht wirklich auf die Erde lege und erde. Im Sinne, kann man dreischrittig vorgehen. Ich höre jetzt, ne, was ist außen um mich herum? Was fühle ich auf meiner Haut? Und was ist in meinem Inneren los? Das kann mich auch schon runterfahren. Also da ist wirklich mein Tipp, tatsächlich zu gucken, wo sind vielleicht doch noch Ressourcen da. Weil wenn ich diese Pause finde, heißt das ja, die kann ich nutzen und vielleicht auch danach viel entspannter weiterarbeiten und schafft dann die Sachen auch leichter. Also einfach sich auch sagen, ich integriere das jetzt in meinen Tagesablauf und ich mache das jetzt. Dann stehe ich morgens 5 Minuten früher auf und mache das oder 10 Minuten. Ja, das wäre so mein Tipp. Also ganz wichtig, immer irgendwie schauen, dass man jederzeit mal 5 Minuten sich zurücknimmt und was Gutes für sich selbst tut. Genau. Der Vortrag war auch perfekte Ergänzung eigentlich zu unserem ersten bezüglich der Teambildung, weil natürlich Stress, Team gehört irgendwie zusammen und wenn jeder ein bisschen weniger Stress hat, funktioniert oft dann das Team auch besser. So, wir haben soweit keine weiteren Fragen. Daher bedanke ich mich jetzt sehr herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und vielleicht bis bald mal. Genau, danke auch von meiner Seite her und viel Spaß auch noch beim Bildungskongress.